So, 23. Spieltag und damit herzlich willkommen zurück nach dieser Köln, nach dem Köln-Spiel, nach dem 4-0. Treffen heute auf den nächsten Abstiegskandidaten nach Union. Haben wir ja verloren mit 1-0. Heute treffen wir auf Borussia Mönchengladbach. Also den dritten im Bunde, da unten drin. Mainz haben wir nämlich auch unentschieden nur gespielt, haben auch 2-2 gespielt. Also wir haben bisher gegen die beiden Abschiedskandidaten und Union Mainz und jetzt auch Mönchengladbach haben wir gewonnen. Hamburg haben wir auch nur unentschieden gespielt, also das sind einige Teams dabei. So, und heute treffen wir auch noch mit Dortmund und den Münchnern noch zwei Teams auseinander. Also ein Sieg in Mönchengladbach, das wäre so wertvoll. Entweder wir werden Tabellenführer oder wir ziehen von den Bayern erstmal 3 Punkte weg. Das kann heute sehr viel passieren. Gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Ja, dauert einen kleinen Moment. Okay. Dauert immer noch einen kleinen Moment. Ich komme eine Nachricht. Und der nächste Gegner ist uns härter dann. Und ich glaube, die Bayern haben, glaube ich, gewonnen sogar. Ja. Also, mit dem Sieg sind wir wieder Tabellenführer. Na, aber wie gesagt, wir wissen ja, wie das letzte Duell mit einem Abstiegskandidaten lief. So, okay, gehen wir raus. Auf den Rasen. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Wie gesagt, ein Sieg wäre so wichtig. Aber, naja. Liebe Fußballfans, hallo und herzlich willkommen in Mönchengladbach. Willkommen im verregneten Borussia-Park. Ihre Kommentatoren heißen üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er dürfte zu den schnellsten Spielern überhaupt gehören. Klar, dass sie auch heute darauf setzen werden. Ja, sind gleich geht's rein. Auf jeden Fall die Mannschaften, die klatschen sich noch ab schnell. Ich habe wieder ein bisschen zurückrotiert. Also wieder alle drei drin, die da vor dem Köln mit raussortiert sind. Also quasi die gleiche Elf, die gegen Union verloren hat. Mal gucken. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Danke an alle Zuschauer. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Los geht's, Auftaktspiel in Mönchengladbach. Mit dem Sieg werden wir wieder Tabellenführer. Mit einer Niederlage, ja, haben wir den nächsten. Dann haben wir das nächste Team. Also Gladbach muss ja gewinnen, um wieder den Anschluss ein bisschen zu bekommen, den HSV. Die haben ja 22 Punkte, Gladbach hat 15. Naja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Ja, Foul an Latza von Kramer. Aber der ja, dann lauf doch da rein. Genau. Becker, sehr gut. Bisschen spät, aber er hat funktioniert. Da
kam gut, aber erstmal ist die. Jetzt gibt es zumindest mal die Ecke. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jetzt hier rein, gerade an den kurzen Pfosten. Ja. Ich hab's versucht, war. Schalke mit dem Einwurf. Die Gäste können dieses Spiel als Tabellenführer beenden, aber dafür brauchen sie einen Sieg. Richtig. Und die Belohnung für ihre Gesamt. Und jetzt der Ball im Aus. Es gibt Abstoß, ja. Ich weiß gar nicht, ob ein Unentschieden reichen würde. Naja, gucken wir erstmal. Machen wir erstmal unsere Aufgaben. Schauen wir mal, was, wie es geläuft heute, wie es wird. Und dann. Kramer. Guter Pass jetzt. Freue ich mich an meinen gemeinsamen Führer. Thüram. Becker. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Und Schwolo hat das Ding erstmal in der Hand. Sie geben den Ball ab. Gut gelöst da. Ah, der war schnell, war super gespielt. Richter. Klasse Vorstoß, da müssen wir aufpassen. Richter! Pfosten, aber es geht weiter. Jetzt die Möglichkeit. Und Paulinho, das ist nicht wahr. Der hat so viel Pech momentan. Trifft und trifft nicht. Ein Tor hat er, glaube ich, gemacht bisher in der Saison. Ja, gefühlt wird er wahrscheinlich nach der Saison wieder gehen, weil er einfach gar nicht momentan nicht bringt. Oh, jetzt haben wir Chancen. Alario mit der nächsten, mit dem Kopfball. Am Ende zu viel, das war vom Timing nix. Paulinho. Sieht gefährlich aus. Den Ball kann er abfangen. Ich dachte, er kommt ein bisschen anders, aber. Da kommt der Pass auf außen. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Ah, der Ball kommt. Der Einwurf. Abseits. Okay. Okay, alles gut. Komm mal zurück. Latzer. Lucas Alario. Alario. Alario, der macht doch nicht. Der macht 1-0. Und damit sind wir Tabellenführer in der Liga. So hatten sie sich das vorgestellt. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Also zumindest mal den ersten Schritt gemacht wieder. Tor Nummer 28 von Lucas Alario. Für Gladbach wird das noch ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit hoch zu wieder oder beziehungsweise in der Liga zu bleiben. Hofmann, Kramer. Den Hofmann könnte man überlegen, ob den vielleicht sogar holt zur neuen Saison. Als 9-6er für Latzer. Wenn der dann mal gehen würde. Ball ist wieder weg. Mal gucken, was in der neuen Saison möglich ist. Oh, das war dann der. Ja, gut, ciao. Oh, ja. Und da hauen sich die Schalker fast das Ding selber rein. Der wäre auf Malik Ciao gegangen. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Weg damit. Ja. Welchen läuft bei den Gladbach. Sparen und Schwolo. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, Gladbach kämpft jetzt sich ein bisschen zurück, die wollen natürlich jetzt ein bisschen. Ja, was macht der Gladbacher Verteidiger da? Da sehen wir die Tafel, eine Minute mit Ach Mann, warum gehst du nicht mit? Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Und dann ist Pause.
Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So, okay. Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung. Soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ja, geführt, wie gesagt, Paulinho, der hat, weiß ich nicht, ich... Der Ball ist draußen. Der kriegt es momentan nicht wirklich gebacken. Ein Tor hat er gemacht bisher. Anspiel kommt gut. Ja, Thuram. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. So, sie haben Elfmeter. Ich wollte nur den Ball wegkriegen. Elfmeter ist klar. Da gibt er Elfmeter. Ja, ja, ja. Das gibt's zwar selbst, und man patzt wohl gegen den nächsten Abschiedskandidaten. Thuram. Ne, Schwolo. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie blitzschnell diese Keeper reagieren können und selbst richtig gut geschossene Elfmeter noch parieren. Wahnsinn, unglaublich, dass man so einen Ball überhaupt halten kann. Und direkt zurückgespielt. Guter Vorstoß jetzt. Da zieht er ab. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Toller Pass. So, ich glaube, es war kein Abseits. Alario, oder? Nö, pfeift nicht ab. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Jo, 2-0. Schalke trifft hier. 58. 0-2. So, dann wechsle ich jetzt den Paulinho aus. Und Latza. Normal aus. Dass der einfach mal. Ich weiß nicht warum, bei dem. Und bei dem. Das Ausrufezeichen nicht hat, aber ist egal. Also 2-0 auf jeden Fall schon mal. Arne Meyer. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Ja, jetzt haben wir. Das Problem ist natürlich, dass die Schalker sich den Ball wiederholen. Alario macht der Tor Nummer 3. Jawohl. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Und wieder so ein Ballverlust, der Gladbach. In der Vorwärtsbewegung 0-3, 63. Tor Nummer 30. Einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Die Nummer 19. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen da der Höhe verdient. Gladbach bekommt hier den Freistoß. Gelb Richter? Oder gibt er? Nee, nee, gibt. Er bleibt bei der Vermahnung. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schlechter Ball. Geht vielleicht was für Gladbach. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, der Rosu, der hat jetzt ein bisschen Platz, weil sie es gut ausgespielt haben. Borussia Mönchengladbach. Gladbach spielt jetzt den Auspuff weiter. Im eigenen 16er. Tor. Marco Richter. Es klingelt schon wieder.
Ja, ein bisschen Glück dabei gewesen. Tor Nummer 12. Da haben die Gladbacher ein bisschen Glück, dass sie den doch geholt bekommen irgendwie. Conti wieder. Das gibt einen Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Gute Chance für eine Flanke. Andrea Conti. Arne Meyer. Nicht mehr lang zu spielen. Hey, was? Der pfeift drüber. Was? Wofür? Das gibt's doch nicht. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr nur Pech. Ja, ach, das war doch kein Elfmeter. Und er schenkt dir noch das Gegentor. Latte voll vorbei. Eieiei, Glück gehabt. Okay, es war doch ein Elfmeter. Ein bisschen zu. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Gib ihm Kobylanski. Gefährlich jetzt. Fuck you. Schön hinter den Pfosten gesetzt im Ball. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Und dann ist hier Feierabend. Nach Köln schlägt man noch Union. Den gewinnt man noch gegen Gladbach mit 4:0. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. So, Tabellenführer. Und tatsächlich haben wir jetzt auch alles in der eigenen Hand. Na, mal gucken. So. Ah, ist noch eine Nachricht reingekommen, eine zusätzliche. So, die Frage ist, ob ich Hoffmann kriegen kann. Von Borussia Mönchengladbach, ob der kommen würde. Schon 30. Also ne Olmo, der spielt ja jetzt in bei. Ja gut, der spielt jetzt so ein Dings. Ja, mal gucken, was auch kommt, was auch passiert. So, Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen die Hertha.